Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir mal wieder ein neues angezockt und dabei handelt es sich um Hybrid Wars, dem neuesten Spiel von der WG Labs Schmiede, die man ja auch mittlerweile schon von Master of Orion kennt. Und heute werden wir uns das ganze Game mal zusammen im Einzelspieler anschauen. Es gibt auch einen Mehrspieler, gerade im Koop ist das Spiel unglaublich gut und kann dann natürlich vielleicht sogar noch sein Potenzial noch mehr entfalten, aber für das angezockt tut es heute auf jeden Fall das Thema Einzelspieler. Kann aber sein, dass wir einen zweiten Teil bringen und uns dann nochmal den Mehrspieler zusammen anschauen. Optionen will ich euch auch kurz zeigen, weil da ist mir gleich selber was aufgefallen. Es gibt als Auflösung nur 1920. Also wer noch einen größeren Monitor hat, wie ich zum Beispiel, der wird hier nicht bedient. Das war's. Auch die Qualitätseinstellung gibt es hoch und niedrig. Ich spiele jetzt hier im Fenstermodus, das soll aber kein Abbruch sein. Ansonsten ist alles recht typisch. Aber wie gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr überschaubar. Man darf auch nicht vergessen, das Game ist kein AAA-Titel, sondern hier handelt es sich eher um Low-Budget-Gerät und dementsprechend ist es dann so. Ja, wir spielen hier mit der Maus, das heißt WASD. Linke Maustaste wird gefeuert, rechte Maustaste wird die Nebenwaffe benutzt, springen mit der Leertaste, Superfähigkeit auf R, wie man sogar aus einigen MOBA-Titeln kennt. KTM, ja, und benutzen ins Fahrzeug einsteigen mit F, das sollte auch noch funktionieren. Also, die Einstellungen und beziehungsweise das Layout sollte recht easy sein. Einzelspieler, wir gehen einfach mal auf Normal rein. Und bei wem fühle ich mich denn wohl? Ich glaube, ich bin der Alex Carter. Hier den bald verfügbar, die Tesla. Yoko Takano. Okay, also sozusagen jedes Gebiet soll da ein bisschen bedient werden. Die Russen haben im Prinzip so gesehen zwei, kann man sagen. Die Amerikaner auch zwei und dann gibt es auch noch eine Asiatin. Also westlich, russisch und den asiatischen Bereich. Und jeder hat dann auch noch so ein paar Fähigkeiten. EMP-Granate, Schienengeschütze, aber ich finde den EMP-Granate finde ich jetzt gar nicht so sexy. Sturmgewehr. Was hat er denn? Maschinengewehr und Raketenwerfer. Klingt eigentlich schon cooler. Aber vielleicht ist eine... Ja, aber gewaltige Zerstörung... Ah, da haben sie mich. Mit der gewaltigen Zerstörungskraft. Da bekommen sie mich. Aufrüstung. Man kann hier auch den dann entsprechend noch ein bisschen pimpen, wie man sieht. Aber jetzt wird einfach mal in ein neues Spiel gehüpft. Mein Name ist Joseph Irons und ich bin der CEO von Practical Robotics. From what you have told us, the Carters have had warrior gene in their blood for generations, and yet, here you are, retired from the family tradition. It is nice to have you on board our team. Just like any other corporation, our newly funded company seeks to become renowned. That is why we need people like you. People with unorthodox, even revolutionary ideas. We find ourselves in an era where newly built or even conceptualized inventions, defined technology, and powerful investors such as Shining Stone are willing to fund these ideas so they could see them become reality. Our new exoskeleton will allow us to take the first step onto a path of glory, and you'll be there at the heart of the machine. And this brings us to the matter at hand. A customer is waiting for you at the designated area. The problem is that the man is on the other side of the map, and the area is swarming with unknown bogeys. Clear the area and give the customer a chance to see the exoskeleton in action. The company seems to be off to a good start. On a personal note, allow me to add that I am very excited. Ja, mein Freund, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der sehr aufgeregt ist. Sondern ich freue mich auch schon sehr darauf, endlich Hand anlegen zu dürfen. Und jetzt wird hier erstmal ein bisschen ausgebildet. Und die Banditen, naja. Sollte nicht so Probleme bereiten. Deliver the valuable cargo. Move to the proving ground. Okay, jetzt kann ich hier schießen. Das heißt. Eliminate the bugs. Aha. Okay. Also das geschossen habe ich gerade gar nicht. Das ist hier die Hauptwaffe.
jetzt spielen wir hier mit dem Alex Kader erstmal selbst. So sieht's zumindest dementsprechend aus. Uhu. Hab hier mein Jetpack am Start. Und habe jetzt aktuell erstmal nur die Hauptwaffe. Man muss hier immer in Bewegung bleiben, dass man dementsprechend hier nicht abgeschossen wird. Aber wie sie ihre Ziele suchen, ist ganz geil, muss ich sagen. Also die Waffe, die geht ganz gut ab. Aber sonst habe ich noch keine erweiterte Waffe, also nur die beiden sozusagen, oder die eine. Oh. So, okay. Es läuft. Ja, gib mir die Drohne. So. Ja, ich dachte, ich kann hier jetzt rein. Nee, aber die hilft mir. Okay, alles klar. Schade, ich dachte, ich kann hier die schon entern und könnt hier... Aber ich habe mir die Drohnen zunichte machen, zu einverleiben mit meiner Fähigkeit. Auch ganz cool mit der EMP-Granate. Oh, jetzt wird sie schon epische Musik. Ja, Stufenaufstieg. Siehst du, mein Freund? Erstmal hier das Lager vernichten. Also man muss sagen, das ist halt mal eine andere Art von Spiel. Aber gerade das macht es irgendwie mal ganz sympathisch. So, und jetzt habe ich einen Walker. Jetzt kann ich hier mal... bisschen für Unruhe sorgen. Da gibt es Hitpoints. Noch ein bisschen mehr Zweitwaffenmunition. Und ich habe hier auch meine... meine Superwaffe. Also es ist funny. Kann man nicht anders sagen. Ui, da kann ich auch fliegen. Doppelkill. So, alles meins, alles meins. Ja. Und was passiert da jetzt? Oh! Ja, den muss ich jetzt wohl wegmachen. Der schaut schon so böse. Aber da habe ich ja noch eine Superwaffe, glaube ich, parat. Oh, der geht, rennt auch schon. Komm schon, komm schon. Aber meine Superwaffe scheint gerade nicht zu funktionieren. Aber kein Problem. Damit haben wir den erstmal aus dem Spiel getilgt. Mission abgeschlossen. Das war jetzt so das Tutorial. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das Thema Aufrüstung an. Boah, ganz schön laut. Und da kann man dann dementsprechend alles pimpen. Seht bitte diese unglaubliche Lautstärke nach. Ihr seht ja, das war einmal sehr krasser Anstieg.
The reason behind your decision to leave the army was completely understandable. It is truly unbelievable that no one has supported your one-man army theory. I, for one, found your concept very compelling. I have statistical evidence that indicates how much money it could possibly save, not to mention the number of lives it would spare. You must understand, we have given you the opportunity to vindicate yourself and to prove to those patriots that they were wrong to doubt you. The showcase of the exoskeleton went very well. I dare say that the enemies you encountered in Al-Asa served a useful purpose. Now I must inform you that there's been a change to our corporate business plan. Practical Robotics will no longer sell goods. Instead, we will sell services to Shining Stone. They are willing to pay us well. You could call it mercenary work. We will, of course, have competitors. Our first one being Advanced Bionics. I hope you're ready to get your hands dirty. Ja, also hier mein Konzept beweisen sollte nicht so die Problematik sein. Und da sehen wir jetzt einfach mal eine richtige Mission, um auch da uns mal ein bisschen einzugrooven. Übrigens teilweise, vielleicht wundert ihr euch über kleine Cuts, die hier im Video sind, aber da ich im Fenstermodus spiele, scheint er dann immer mal wieder bei Ladebereichen wieder sich zurückzusetzen für eine neue Aufnahme. Keine Ahnung, warum das ist, aber ist nun mal so. Aber wie gesagt, das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun, ihr habt nichts verpasst. To the communications tower. So, also hole ich mir jetzt erstmal mein Apparello. Und jetzt wird alles vernichtet, was mir da in den Weg kommt. Pass auf meine Schuss. Die werden scheinbar rapide weniger. Was kann ich denn da machen? Ich weiß zwar noch nicht, warum ich die zerstören kann soll. Aber das machen wir jetzt einfach mal. So, und ich will hier... Mach ich gleich. Ich bin jetzt gerade ausgestiegen, weil ich will mir hier so ein paar mit meiner Zweitfähigkeit Verbündete holen. Weil die Schaden bestimmt mal nicht zu haben. Weil lieber spiele ich noch mit ein paar Leuten... Als hier so ganz alleine. Oh, Munition. Zweitwaffenmunition. Nehme ich. Hauptwaffenmunition nehme ich ebenfalls. Oh, da geht's ja rund. Schon. Ja. So. Was ist denn da vorne? Da ist doch das ist so ein Mech-Symbol. Da muss ich mal hingucken. Also die zweite Waffe, die geht gut ab. Die macht ordentlich Wumms. Aber jetzt bin ich gespannt, was hier gleich ist, weil hier muss ja etwas sein.
Ah, da ist nochmal ein Hunter. Den könnte man nehmen wegen dem... wegen der Munition so gesehen, aber seht ihr jetzt keinen großen Vorteil. So, zack, weg mit dir. Aber ich will jetzt hier... Ich hole mir jetzt noch erstmal... wieder ein paar Verbündete, das ist zumindest der Plan. Aber da ist kein Verbündeter, den ich jetzt einfach mal so übernehmen kann. Gut, ich hole mir wieder Mech. Ich muss auch noch irgendwo die 4 zerstören. Nee, jetzt komm schon da hoch. Achso, der war noch meiner. Der ist gerade nachgetrottet. Zack! Jo, mach ich. So, jetzt habe ich auch wieder schöne Hitpoints. Wie schnell er eigentlich sein kann. Wenn er mal ins Laufen kommt. Der Kamerad. Wer schießt denn da? Haha, denkst du wohl. Zack, und da gibt's auch noch Muni für die Zweitwaffe. Sehr nice. Ach, da gehe ich doch einfach mitten durch. Destroy the towers. Kein Problem. Verstehe ich halt diese doofen Türme. Ich habe sogar noch Munition dafür bekommen. Bin ich aber sowas von dabei. So. Dass ich nicht alles immer zerstören soll. Puff. Zack, alles wird zerstört. Kein Problem. Doppelkill. So. Noch habe ich aber immer keine weitere Powerwaffe bekommen. Denkst du, kannst du auf dem Dach auf mich lauern? Falsch gedacht, wa? Erstmal dich wegmachen. Zack, Stufenabstieg. So, was passiert da jetzt? Jetzt soll ich zerstören? Alles klar. Okay, der macht aber dick Schaden, du. Aber kein Problem, mach mehr dickeren Schaden. Mission abgeschlossen. Ja, ich glaube, damit kann man das beenden. Der Sound wird jetzt wahrscheinlich wieder super laut. Damit vielen Dank. Bis zum nächsten Angezockt. Euer Alcaramba.